jetzt müsste diese Musik kommen. Ja, Jascha Rust und Jörn Stirnpunkt von Gestern Erst bei mir. Ich habe Jascha Rust angemacht. Guck mal, wir machen das alle gegenseitig an. Sag mal, wie darf man sich noch das vorstellen? Man hat ja immer ganz oft so den Eindruck, dass ihr eine wahnsinnig große Familie seid. Ihr mögt euch alle und macht privat auch wahnsinnig viel. Ja, stimmt überhaupt nicht. Seid ihr zusammen hergekommen im Auto oder wie hat das funktioniert? Nee, wir sind nicht gekommen. Aber wir sind fast gleichzeitig. Nicht leiden. Ja, genau, wir sind fast gleichzeitig gekommen und als ich ihn dann auf dem Parkplatz sah, dachte ich, ach du Scheiße. Da ist er ja wieder, der blöde Kollege. Also es klingt für mich in sozusagen in der Jobbeschreibung wie so ein krasser Burnout-Job. Ich glaube, ich wäre nach 10 Tagen tot. Manchmal Hertha, manchmal Bayern. Hast schon recht. Habt ihr einen Wunsch, von wem würdet ihr gerne weitergespielt werden, wenn ihr sozusagen aussteigt, aber die Rolle beibehalten werden soll? Ich gar nicht. Ich würde es gar nicht cool finden, wenn irgendjemand anders meine Rolle dann weiterspielt. Wenn ich aussteige, dann würde ich auch gerne, dass die Rolle aufhört. Brad Pitt, Johnny Depp. Sind die Gagen einigermaßen auf einem Level, dass das finanziell... Die werden da schon happy drüber, glaube ich. Ja, die spannen richtig ein, wenn sie Johnny Depp holen. Iris Berben soll mich spielen bei GZSZ. Ich hatte mal die Ehre, dass ich bei euch eine Woche mitspielen durfte. Wann? Deswegen sind das die Quoten wirklich runtergegangen. Ganz genau. Ich glaube, es gibt vielleicht ein paar Kollegen, auch von früher, die dachten dann, sie wären die geilste Sau im Dorf, weil sie dann irgendwie auch in der Zeitung waren und hier und da. Mhm. Und haben dann nach 10 Jahren gesagt, so Leute, jetzt möchte ich meine anderen Projekte anschauen. Mhm. Aber dann war da nichts. Nee, ich glaube, die Leute, die du meinst, waren 3 bis 6 Monate oder eine Woche dabei. Ja, yeah. Also ich. Ihr habt eine krasse Fanbase. Also ihr beide zusammen habt fast 400.000 Facebook-Fans, wenn man eure beiden Profile zusammenschmeißt. Yashi. Yeah. Ich habe sehr treue 1.200. Why not? Ja, immerhin. Dann posten wir mal deine Seite. Bitte. Aber freut man sich denn immer noch sozusagen über wahnsinnig viel Fanpost? Weil manchmal kommt man ja auch irgendwie, man kriegt dann irgendwie Wurst geschenkt oder irgendwas Absurdes. Wirklich? Freut man sich darüber? Hast du mal Wurst? Also meine Kollegin Toni hat letzte Woche ein riesengroßes Paket Wurst bekommen. Ja, dann soll sie das wäre ja auch mal was. Das wäre auch mal was. Ich habe noch nie Wurst bekommen, schade. Also kommen wir zu unserem wunderbaren, tollen GZSZ-Quiz. Wenn wir eine lustige Jingle-Musik hätten, würde ich sie jetzt gerne spielen. Wie lautet der erste Satz, der je bei GZSZ zu hören war und wer hat ihn gesagt? Was ist denn? Nein. Du musst warten noch. Jetzt dürfen wir sagen, was ist denn? Das heißt, du hast sie zuerst beantwortet, eigentlich dann Jörns Punkt. Zweite Frage. Welcher Charakter starb im Gerichtssaal? A. Inka. Charlie. Du musst mal die Jetzt habe ich überhaupt keine Chance. Ich muss doch irgendwie diese Sendezeit füllen. Ich sag Hund Gonzo. Nee. Welcher Charakter starb im Gerichtssaal? Hund Gonzo ist vom Dach gefallen. Das habe ich persönlich mit John gemacht. Es kann nur Antwort A sein. Es ist wirklich. Was war der Antwort A? Antwort A. Charlie Viereck, der nach seinem Freispruch von der Mutter des bei einem Unfall verunglückten Oliver Thalberg erschossen wurde, obwohl er unschuldig war. Und letzte Frage. Wer hatte 2 Nummer 1 Hits in Deutschland, Österreich und Schweiz? Ich vermute. Ganz schnell. Also ich würde sagen, da Jörns nicht weiß, ich traue mich einfach mal Yvonne Katterfeld. Das ist leider falsch, das ist Oli P. Du bekommst eine wunderbare Wurst geschenkt, kann die du vorhin gerne eine haben wolltest. Kann ich nicht annehmen, da ja Jascha Rust oder auch Rascha, wie wir ihn nennen, Rascha noch nie eine Wurst geschenkt bekommen hat. Dann lass es euch schmecken. Hast du schon mal eine Wurst geschenkt bekommen? Nee, Jascha Wurst kann man auch quasi sagen. Wurst.